Kinder. Du sagst das. Ja. Und du kannst dir eigentlich sicher sein, dass das Schicksal dich so treffen wird. Diese Logik, ja, weil wenn Rasul Hassan dir verspricht, Allah lehnt diese Dua nicht ab, er lehnt sie nicht ab, dann kannst du ja praktisch damit, dass du diese Dua machst, für dich selber sagen, ja, ich mache jetzt diese Dua und ich werde es auf jeden Fall von Allah kriegen. Also du hast dieses Qadr bestimmt. Das Schicksal hast du dann damit in dein... Nee, du verstehst das falsch. Nee. Also die Dua, dass Allah das nicht ablehnt, die Erfüllung von Dua hat Allah uns, oder Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, in drei Wege gezeigt. Entweder gibt dir, was du gefragt hast. Das ist ein Weg von Erfüllung von Dua. Oder zweitens, er wendet von dir was Schlechtes, ja, ab, anstatt dass er dir diesen Dua erfüllt. Das ist auch ein Weg von Dua-Erfüllung. Oder er macht beides nicht und lässt dir das für später, für Yawm al-Qiyamah, ersetzt dir das. Das heißt, in diese drei Arten und Weisen erfüllt Allah den Dua und wiederum, es geht immer nach der Weisheit von Allah. Was ist das Beste für dich? Ist vielleicht ein Ferrari das Beste für dich? Oder dass du zum Beispiel nicht in einen Sinner fällst oder in irgendeine Sünde fällst. Dass Allah von dir etwas Schlechtes abwendet. Oder dass du die Bestrafung für diese Sache bekommst oder so weiter. Das heißt, die Dua an sich ist etwas, womit man Allah näher kommt durch das Machen und so weiter. Aber die Erfüllung von Dua ist nach der Weisheit von Allah. Ja, und Dua hat auch Regeln. Zum Beispiel, du sagst, du kannst Dua machen, Allah lass Yawm al-Qiyamah morgen passieren, geht nicht. Das heißt, es gibt Dua, das nennt man I'tida fi Dua, also dass man sozusagen die Grenzen sozusagen überschreitet in Dua. Und da sollte man, deswegen, wenn man alle Adab von Dua lernt, dann kommt man dazu, dass man den Dua macht, was eigentlich mubah ist, und wenn er nicht erfüllt wird, dann hat es diese drei Art und Weise von Erfüllung. Subhanallah. Das ist ein Projekt. Bitte schön. Subhanallah, mir ist eben was eingefallen, und zwar bezüglich Qadr. Ja. Es gibt ja viele, die diesbezüglich Zweifel haben oder über Schicksal reden, ohne Wissen. Ja. Ich habe letztens eine Sache gehört von Sheikh Saleh Musa'ad al-Suhaimi. Er sagte, die Aussage über Al-Qadr ist genau wie die Aussage über die Namen und Eigenschaften Allahs. Der Iman, Al-Qadr ist bekannt, ma'lum, wal-kayf majhul, wal-imanu bihi wajib, wal-su'alu anhu bid'ah. Er sagte, der Glaube an Qadr ist, also der Qadr ist bekannt, sprachlich und in im Koran und in der Sunna, und der Al-Kayf, wie Qadr, wie ist, kennen wir nicht. Und der Iman daran ist Pflicht. Man muss an Qadr glauben. Und die Frage nach Qadr, beziehungsweise das Reden über Qadr ohne Wissen, ist eine Bid'ah. Subhanallah. Ja, das kommt man Alhamdulillah überein. Also ist also, wirklich dass man eine gute Nachfrage. Genau. Dass man nachfragt über Sirr al-Qadr, ist wichtiger als, oder ist genauer, ja, als zu sagen überhaupt über den Qadr. Weil es gibt Fragen, Definition, was über, ja, genau, was erlaubt ist, über Definition, über Verständnis, genau, ob das Khair und Sharr und so weiter alles zu den Qadr gehört oder nicht. Also das heißt, das, was in deinem erlaubten Rahmen ist zu lernen, das ist alles erlaubt zu fragen, aber wo es nicht erlaubt ist zu fragen, wieso der, nicht der. Genau. Wieso der kommt in Paradies, nicht der in Paradies. Wieso hat der die Hidayah bekommen, nicht der die Hidayah, das ist Sirrul Qadr. Also, was dahinter steckt, warum Allah den oder den entschieden hat, warum Allah den zu den Leuten des Paradies gemacht hat und den zu den Leuten des Höllenfalls gemacht hat, da darf man nicht hinterfragen, weil das gehört zu der Weisheit von Allah, wo man ihn nicht hinterfragen darf. Ja. Wo bekommt man denn Informationen über Adab von Dua? Weil zum Beispiel, wenn man Dua macht, ja, Allah leite alle Menschen auf der Welt, ist ja auch nicht so. Würde nicht passieren. Ja. Also wo findet man Adab, was erstmal von Sachen von Religion, wenn man weiß, was Allah vorbestimmt hat, dann kann man nicht zum Beispiel das, was Allah schon vorbestimmt hat oder verkündet hat, das passieren wird, kann man nicht den Dua machen, dass das Gegenteil passiert. Mhm. Weil Allah hat schon das bestimmt. Zum Beispiel, dass alle Leute im Paradies kommen. Geht nicht. Allah hat
bestimmt, dass wir Leute ins Höllenfeuer kommen und Leute ins Paradies kommen. Das wäre eine Überschreitung im Dua. Das heißt, solange die Bedeutung von Dua, der Inhalt von Dua, nicht das widerspricht, was Allah schon vorher bestimmt hat und verkündet hat, dass es passiert, dann könnte man in diesem Sache Dua machen. Dann zu der Überschreitung von Dua gehört auch, dass man ein Dua gegen seinen Bruder macht. Dass man nicht gegen seinen Bruder Dua macht. Ja? Es sei denn nur, wenn man Muslim ist, ist was anders, dass man sozusagen Recht, dass Allah sein Recht geben sollte oder Allah dem bestrafen sollte für das, was ihm so ein Recht, Unrecht getan hat. Da sollte man immer gewarnt sein von so einem Dua. Aber ein Dua gegen seinen Bruder machen sollte man oder grundsätzlich nicht. Und solche Sachen. Also wenn man sieht, dass er eine schlimme Tat tut, wie die heute Beispiel, die ja, wenn das Muslim ist, natürlich. Leute zu töten, wie in jetzt passiert in Syrien. Ja. Oder irgendwo anders. Aber wenn man sagt, oh, Gott soll diesmal Schande oder... Das gehört, weil der Salim ist. Also der gehört, weil der gerechteste Dua ist, dass man sagt, alayhi min Allah ma yastahab. Also soll Allah dem geben, was er verdient. Und jeder, je nachdem, wie groß sein Summen ist, wie groß sein Töten ist und so weiter, wenn Allah diese Dua erfüllt, dann bekommt er das, was er verdient. Dann hat man eigentlich nicht überschritten. Ja? Das ist sozusagen auch ein Gerechter.